Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und in unserer Lektion 27 werden wir uns jetzt hier um eine Weiterleitung kümmern. Weiterleitung heißt, dass wenn ich eine bestimmte Funktion von PHP verwende, wie hier diese Header-Funktion, dass ich von meiner Seite, hier if-else-php zum Beispiel, weitergeleitet werde auf eine andere Seite, auf wir-lernen.at zum Beispiel, oder Lektion haben wir die if-Abfrage kennengelernt. Wenn eben ein anderer Wert vorhanden ist, dann wird eben weitergeleitet auf eine andere Seite. Ja, das Ganze natürlich wieder innerhalb eines PHP-Tags, der in dem Fall von Zeile 1 bis Zeile 9 reicht. Und hier die Wertzuweisung, die dann interessant wird bei der if-Abfrage in der Zeile 2. $a ist gleich 2. Wenn $a den Wert 2 hat, dann schauen wir uns das hier an mit der if-Abfrage. If a ist gleich 1 und da bitte ganz gut aufpassen, hier haben wir zwei Gleichzeichen, es reicht nicht ein einfaches Gleichzeichen bei Abfrage, ob etwas gleich ist, sondern man muss zwei Gleichzeichen verwenden, ganz wesentlich. Ja, a hat aber nicht den Wert von 1, sondern 2, also das hier wird nicht ausgeführt, es wird nicht an wir-lernen.at weitergeleitet, sondern else, if else, also falls das nicht der Fall ist, dann kommt diese Funktion hier zum Tragen, wird das ausgeführt, was hier zwischen diesen Klammern, diesen geschwungenen Klammern steht, nämlich Header, da sind wir beim eigentlichen Header-Funktion, Header Location, und dann wird hier die Webseite angegeben und dann wird dann an diese Seite dann weitergeleitet. Ja, und so kann man dann, wenn man das ganz oben vielleicht auf einer Seite machen würde, wenn bestimmte Werte erfüllt sind, dann wird weitergeleitet oder eben nicht. Probier das Ganze vielleicht gleich einmal hier aus, wie unten in der Aufgabenstellung beschrieben. Und von meiner Seite natürlich danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke.